aber noch kurz weiter mit dem zweiten Supporter, mit dem ich auch deutlich mehr Erfahrung habe als mit meinem Furion. Sieht man hier mein Heldenlevel? Oh ja, hier Level 7. Ne, muss man zugeben, bin ich nicht so ein großer Experte. Allerdings habe ich mir von Glucosa ein paar Tipps geholt, damit ich da keinen Quatsch erzähle. Ich gucke mal, ob er mir zwischendurch hier ein bisschen Hate noch reingeschrieben hat. Ah, hat mir vor einer halben Stunde einen Tipp gegeben, aber ist jetzt zu spät. Und wir machen weiter mit dem Tassadar. Tassadar, wie gesagt, eher so ein Hybrid. Wie kriege ich das? Ah, hier, Heroes. So. Tassadar eher so ein Hybrid, der als einziger Heiler nicht so eine gute Idee ist. Besser Tassadar mit einem weiteren Heiler im Team zu haben, weil der eben gerade so mal Malfurion zum Beispiel sehr gut helfen kann. Weil der Malfurion haben wir ja gerade gesehen, der konnte, wenn die Gegner irgendwie hart engaged haben, viel Schaden gemacht haben, konnte er eigentlich nicht schnell genug heilen. Und was dann hilft, ist, wenn noch so ein Hybrid wie der Tassadar zusätzlich noch so ein bisschen Schilde gibt. Aber man verzichtet da darauf natürlich auf einen weiteren Damage-Dealer. Deswegen fehlt einem eigentlich dann da ein bisschen was. Und deswegen, wie gesagt, so Hybriden ganz gut. Der Tassadar macht einerseits eben so Schilde, kann die Teamkameraden ein bisschen am Leben halten. Aber andererseits kann er eben auch relativ viel Schaden machen. Und das kommt dann auch wieder darauf an, wie man den Tassadar spielt. Holly schreibt es gerade schon im Chat. Man kann den zum Beispiel auch mit Force Wall spielen. Aber das würde ich jetzt erstmal für mich lassen. Wir gucken mal hier kurz auf die Fähigkeiten erstmal von Tassadar, damit ihr genau wisst, wovon ich rede. Und zwar sieht das natürlich jetzt ein bisschen anders aus, weil wir nicht im Chat sind, aber das kriegt ihr schon hin. Difficulty very hard. Oh. Also sehr schwerer Held ist das. Würde tatsächlich sagen, fühlt sich eigentlich nicht so schwer an, weil man als Tassadar eigentlich immer überlebt, so ungefähr. Aber man kann auf jeden Fall aus Tassadar extrem viel rausholen, wenn man ihn besonders gut spielt. Okay, wir fangen einfach mal an, die Fähigkeiten durchzugehen. Plasma-Schild ist das erste. Das Q, das ist, was ich angesprochen habe. Der hat eben einfach wirklich ein starkes Schild, womit er so einem richtigen Heiler wie dem Malfurion eben sehr helfen kann. Dann hat er auch wieder, wie der Malfurion, auf seinem W Psionic Storm, also ein Spell, der Schaden macht und die gegnerischen Creeps vor allem killen kann. Aber im Vergleich zu dem Mundfeuer, was wir beim Malfurion gesehen haben, macht es deutlich mehr Schaden und hat eine größere Reichweite. Also, ne, ist genau wie ich vorhin schon angesprochen habe. Der Tassadar ist halt mehr Hybrid als Heiler, also macht sehr viel mehr Schaden als der Malfurion und heilt sowieso nicht so direkt. Und irgendwie so ein bisschen passend dazu hat er dazu Dimensional Shift. Die meisten Heiler haben ja Fähigkeiten, die den Teamkameraden helfen, indem sie die Gegner abhalten davon, Leute zu killen. Der Tassadar hat eher eine Fähigkeit, die zu einem Assassinen passen würde, nämlich eine, womit man wegkommt. Und zwar geht er kurzzeitig unsichtbar und wird unangreifbar. Heißt also, er kriegt dann kurzzeitig überhaupt keinen Schaden mit seinem E. Und normalerweise haben solche Fähigkeiten ja eher Assassinen und da sieht man schon, dass der Tassadar da wirklich so ein bisschen zwischen den Welten steht. Also einerseits kann man ihn wirklich auch sehr stark in so eine Unterstützerposition spielen, wenn man wirklich alle Talente so auswählt, dass man vor allem heilt und Sicht gibt und so. Man kann ihn aber auch sehr stark in Richtung Assassine spielen und vor allem zusieht, dass man Schaden macht. So, und Oracle ist seine Trade-Fähigkeit und die sorgt dafür, dass man im Umkreis ganz viel Sicht hat. Und solche Fähigkeiten sind sehr, sehr stark eigentlich. Oft ein bisschen unterschätzt, weil man kann zum Beispiel unerfahrenen Teamkameraden ganz gut immer zeigen, ey, pass auf, da ist eine Falle, hier, ich zeig's euch, indem ich mein D anmache, mein Oracle. Dann seht ihr, da drüben sind die Gegner im Busch. Das ist gerade auch auf Dragonshire sehr, sehr stark, auf Drachengärten, weil da häufig also da gibt es ja einfach sehr viele Büsche auf der Karte. Und wenn man in den Büschen wartet, dann ist es relativ nett, wenn man da, also wenn die Gegner da warten, wenn man denen das zeigen kann, den Teamkameraden, indem man da ein bisschen aufdeckt. Oh, das habe ich aber nicht besonders gut geshakt hier. So, die beiden heroischen Fähigkeiten habe ich noch nicht angesprochen. Und zwar hat man da auch wieder die Auswahl im Prinzip bei dem Tassadar eben quasi seiner hybriden Rolle entsprechend.
entweder Teamunterstützung eher voranzutreiben, indem man die Force Wall Skill, die einfach eine Mauer ist, die kurzzeitig entsteht und die Gegner davon abhält, zum eigenen Team zu kommen. Das kann man also sehr gut machen, wenn man seine Teamkameraden beschützen möchte. Aber das, was normalerweise genommen wird, ist tatsächlich hier das Archon. Damit wird der Tassadar da zu so einer kleinen Kampfmaschine und kann wirklich dann plötzlich sehr, sehr viel Schaden machen. Und wir gucken mal. Oh. Also ich würde wollte tatsächlich den Tassadar da gerne so auf Schaden spielen, aber muss leider sagen, wir haben hier nur eine Tyrande als anderen Heiler. Ne? Ihr seht schon, ich habe keinen echten Heiler, keinen Reger, keinen Malfurion, keinen Brightwing, nichts, sondern nur Hybriden. Und dann werde ich eher jetzt so eine Unterstützer-Skillung nehmen. Ich wollte eigentlich lieber Schaden machen, weil das kann ich eigentlich besser mit dem Tassadar da. Aber dadurch, dass wir so nur zwei so Hybrid-Heiler sind, glaube ich, ist besser, wenn ich voll auf Unterstützer gehe. Habe ich jetzt Level 1 schon geskillt? Nee, ne? Und dann ist zum Beispiel die zusätzliche Reichweite auf dem Sturm nicht so wichtig, weil der Sturm ist ja mein Schadenszauber. Na, Tyrande, ich weiß nicht, da bist du jetzt aber ein bisschen sehr aggressiv. Nee, ich krieg die auch nicht tot, da. Da, Fug! Ja gut, ich hätte hier zum Beispiel ein besseres Schild, aber das ist für allem für Einheiten, für Minions, das bringt es glaube ich nicht so. Weil ich möchte ja eher meine Teamkameraden am Leben halten. Und dann glaube ich, skill ich lieber das hier. Das gibt mir Mana-Regeneration, heißt dann später, ich kann ein bisschen mehr Zauber machen, kann sie vielleicht ein bisschen besser am Leben halten. Oh Freunde, ich weiß nicht, warum wir hier so komisch aufgestellt sind. Ne? Ich gehe einfach mal in die Mitte. Tschüss. Das hat hier keinen Sinn mit uns Zweien. Der Seratul soll mal lieber rumlaufen. Da ist natürlich jetzt so ein bisschen mein Problem, dass ich jetzt immer die Bälle einsammeln muss, weil das ist jetzt... Oh Gott, die Tyrande ist aber auch wirklich kein Profi, muss man sagen. Aber ich habe Linkens dabei, der ist ganz gut. Mit dem kriegen wir das hier schon noch hin. Ich muss jetzt leider eigentlich mal gehen hier, Linkens. Oh, I fucked so much. Hm. Die Tyrande, ja. Okay, na gut. Also ne, wenn die da selbstkritisch ist, dann finde ich, da können wir noch optimistisch sein. Da können wir noch was rausholen. Dass wir nie jemanden oben haben, ist dagegen ziemlicher Mist. Aber gut, das kriegen wir hin. Ja, Level 4, nächstes Talent. Wie gesagt, mit Healing Ward kann man ganz gut das Team hochheilen. Das würde ich eigentlich jetzt hier empfehlen. Nee, was heißt eigentlich? Uns. Ah, da muss jemand... Team! Ja, das war natürlich ärgerlich. Das hätten wir jetzt nicht unbedingt schenken müssen. Die Tyrande ist auf jeden Fall auch nicht so ein positiver Teamkamerad. You talk too much. Ja, da bin ich ganz bei dem Anub. Ja, deswegen skill ich jetzt also Healing Ward. Wir brauchen einfach mehr Heilung. Ich hätte sonst euch gerne Promote gezeigt. Promote ist in diesem Patch deutlich besser geworden. Damit halten die eigenen Creeps mehr aus, wenn man das auf sie drauf zaubert. Und das ist gerade auch auf Dragonshire ganz schön. Weil man gut zwischendurch mal Zeit hat, ein bisschen Druck zu machen. Oh Gott, das wird hier doch sowas von nichts. man hat ganz gut mal Zeit, zwischendurch eine Lane zu pushen. Und das geht mit Creeps, die mehr aushalten, natürlich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, in diesem Fall bin ich jetzt eher in der Heilerrolle, weil die Tyrande nicht so viel heilen wird. Man sieht auch schon, ich habe mehr geheilt als die Tyrande. Obwohl ich ja noch keinen direkten Heilzauber benutzt habe, sondern nur Schilde gegeben habe vor allem. Also ich habe ja, das ist vielleicht auch tatsächlich was ich nochmal besonders hätte ansprechen sollen. Der Tassadar hat eben keinen direkten Heilzauber, der kann nur schilden. Der ist also von den Hybriden auch derjenige, der am wenigsten ein Heiler ist. Also der ist wirklich eher so
insgesamt mit all seinen Fähigkeiten, all seinen Talenten dann irgendwie dann doch ein Unterstützer, aber ist sonst schon relativ weit weg. So, normalerweise würde ich jetzt wiederum das hier spielen, Static Charge. Wenn man also als eher Assassine den Tassa da spielt, dann möchte man dringend, dass man mehr Schaden macht. Und das hier sorgt dafür, Static Charge, dass man bei seinen Angriffen, den Auto-Attacks, mehr Schaden macht, wenn die vorher gestormt wurden. Und man will ja sowieso alle seine Fähigkeiten benutzen, um Schaden zu machen später. Und gerade mit dem Archon ist es eine super Kombination, weil das Archon macht relativ viel Auto-Attack-Schaden. Das heißt also, man versucht dann, den Gegner mit einem Storm zu treffen, so, und dann macht der Auto-Attack immer doppelten Schaden. Und das ist natürlich dann sehr mächtig. Ich weiß nicht, Linkens, den hättest du, glaube ich, ruhig noch umhauen können. Naja, aber dadurch, dass ich jetzt eher diese Unterstützerrolle habe, spiele ich jetzt hier lieber mit dem verbesserten Dimensional Shift. Und zwar lesen wir nochmal eben nach, was das macht. Increased Duration of Dimensional Shift heißt also mit meinem E, mit dem ich ja immer ganz gut weglaufen kann, kann ich immer noch genauso gut weglaufen, nur schneller. Das heißt, das ist so ein bisschen die Safety-Skillung. Ich will ja mein Team am Leben halten können. Und wenn ich ein bisschen länger lebe, weil ich besser rauskomme, dann kann ich denen auf jeden Fall umso mehr helfen. Und Schaden sollten wir sowieso noch haben, weil wir haben ja quasi nur Leute, die Schaden machen, weil wir keine richtigen Heiler gewählt haben. So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, zwischen Force Wall und Archon zu entscheiden. Und, oh Gott, hier muss ich nochmal kurz helfen. Auch wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass die da in den Kampf gehen. Aber sieht gar nicht so schlecht aus, was die da machen. Hilfe! Ah, Team! Ah, da war ich ein bisschen lieb. Ja, ich hatte leider auch die ganze Zeit kein Mana. Oh Gott! Sylvanas! Der Suizid! Na gut, also ich werde tatsächlich Archon skillen, auch wenn ich hier jetzt eher daran interessiert bin, meine Teamkameraden am Leben zu halten. Ich glaube, die Sylvanas ist nicht so gut. Ist, glaube ich, einfach, dass Archon tatsächlich das in den meisten Fällen das bessere Talent. Bei der Force Wall braucht man einfach ein sehr gutes Team, ein Team, was sehr gut weiß, wie es damit zu spielen hat. Also wenn alle sich gemeinsam bewegen, zum Beispiel alle gleichzeitig sagen, wir laufen jetzt ein paar Schritte zurück und die Gegner kommen einem hinterher, dann kann man super mit der Force Wall Gegner abschneiden, so die Hälfte des Teams oder so. Aber das ist, glaube ich, hier, wo wir keine Kommunikation mit den Teamkameraden haben, nicht so realistisch. Deswegen würde ich fast eigentlich immer das Archon empfehlen. Auch wenn ich damit jetzt nicht so viel Schaden mache, wie man das eigentlich kann. Oh Gott. Ein Schild nochmal. Ich konnte immerhin den Anub am Leben halten. Aber ich finde, ich könnte hier ein bisschen mehr Unterstützung kriegen, Linkens. Was meinst du? Was hat denn der für ein Ultimate? Void Prism, habe ich noch nicht gesehen. Ja, und wo wir jetzt hier schon mal die Gelegenheit haben... Oh, da ist das Void Prism. Das ist doch viel zu spät, Linkens! Ich bin doch schon längst tot! Oh Mann. Na gut, aber sie holen immer noch die Jaina. Wollen wir uns nicht beschweren. Ja, wo wir aber jetzt die Gelegenheit haben, wieder einen anderen Heiler im gegnerischen Team zu sehen, gucken wir da mal noch drauf. Und zwar sehen wir da die Lilly. Die Lilly ist eigentlich auch nicht so häufig gewählt. Aber Lilly auch sehr, sehr gute Heilerin. Eine der besten eigentlich. Bei der ist es so, dass die... der Ultimate, der Heil-Ultimate mit am meisten heilt überhaupt, der kann aber unterbrochen werden. Und sie hat tatsächlich diesen Heil-Ultimate geskillt. Viele Leute skillen tatsächlich auf ihr auch den Schadens-Ultimate. Das ist auch so ein kleiner Drache, der die Gegner langsam macht und ordentlich Schaden macht. Der macht echt viel Spaß zu spielen, aber der Heil, heroische Fähigkeit, die heilt, ist wirklich sehr, sehr mächtig. Und dadurch, dass wir
Ja, nur Schaden, also Leute haben, die Schaden machen, im Prinzip. Also wir haben zwar auch zwei Hybriden, aber wie gesagt, Hassadar und Tyrande sind eher Helden, die jetzt nicht so hauptsächlich daran interessiert sind, das Team am Leben zu halten, sondern eben nur so ein bisschen nebenbei. Ist es für sie ganz attraktiv, sehr viel Heilung zu haben. Hör auf! Anubarak! Oh Mann, immer laufe ich wegen dem da wieder rein. Team, Hilfe! So, naja, gut. Da habe ich jetzt spontan mal so geskillt, wie ich jetzt geskillt habe. Gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein. Also, sehr smart erstmal, dass die Lilly den Heil-Ultimate geskillt hat, um gegen uns, die wir sehr viel Schaden machen, ihre Teamkameraden besonders gut am Leben halten zu können. Bei uns ist es so, ich habe jetzt hier Level 13, hätte ich eigentlich die Möglichkeit gehabt, Shrinkray zu skillen. Das hätte ich eigentlich machen wollen. Shrinkray ist auch wieder unterstützend für das Team, in dem die Gegner geschwächt werden. Und zwar ist es halt Schrumpfstrahl. Also die Gegner werden geschrumpft, machen dann nicht mehr so viel Schaden und sind auch nicht so schnell. Heißt also, meine Teamkameraden könnten dann besser wegkommen. Aber ich habe jetzt das Gefühl gehabt über die letzten Kämpfe, dass meine Teamkameraden mich immer relativ hart hängen lassen. Und da ist ganz schön zu haben, dass das Dimensional Shift automatisch angeht, wenn man viele Lebenspunkte verloren hat. Tyrande, ich komme! Ja, die hatten jetzt hier zum Beispiel den Schrumpfstrahl geskillt. Ist ganz schön, dass wir das dann nochmal sehen konnten. Jawohl, die nehmen wir doch mit. Ich weiß auch nicht, ich habe auch das Gefühl, dass der Linken hier nicht ganz optimal spielt auf seiner Seratour. Naja. Also da hat man gerade gesehen, dass mir das gut geholfen hat, den Dimensional Shift, der automatisch angeht, wenn ich wenig Lebenspunkte habe. Dadurch, dass ich häufig in der Situation bin, irgendwie vorne alleine drin zu stehen, ist es ganz angenehm, wenn einen das dann zwischendurch nochmal rettet. Ja, und ihr seht, hier in diesem Fall ganz schön, dass sowohl Tyrande als auch Tassadar als Hybriden nicht so viel heilen wie die Lilly, aber zusammen das einigermaßen stemmen können. Also wir sind, wenn man sich jetzt zusätzlich noch vorstellte, wir wären gleich auf, ne? Wir sind ja Level 15 gegen 16, also wir sind ein bisschen hinten. Wenn wir komplett gleich auf wären, denke ich, könnte man sich vorstellen, dass wir zusammen genauso viel geheilt hätten wie die Lilly. Und so ein bisschen so ist es eben auch. Wir sind zweimal Hybrid und kommen dabei insgesamt auf so viel Heilung wie die Lilly. Aber dafür haben wir eben auch einen Damage-Dealer weniger. Heißt also, uns fehlt eigentlich auch ein bisschen Schaden. Aber dadurch, dass wir zwei Hybriden noch mit dabei haben, die beide noch so ein bisschen Schaden machen, kommen wir da auch noch so ein bisschen hinten ran. Oh, Body Block. Level 16 würde man jetzt, wenn man den Tassadar da auf Schaden spielt, unbedingt das hier nehmen, Second Strike, dass man ein zweites Mal Schaden machen kann mit dem Psionic Storm. Und das ist vor allem deswegen auch wichtig, weil man ja auf Level 7 auch mehr Schaden machen möchte, nachdem man Sturm gemacht hat. Heißt also, einen zweiten Sturm dann zu haben, ist sehr, sehr wertvoll. Ich würde jetzt aber hier, wo ich ja eher so eine Unterstützerfunktion habe, eher das hier skillen. Wobei auch hier, nachdem ich jetzt schon mehrfach das E geskillt habe, auch das sehr attraktiv ist. Increases Movement Speed and Gain Health. Also man heilt sich hoch selber und man ist selber schnell, wenn man sein E aktiviert hat. Das ist auf jeden Fall natürlich auch sehr gute Unterstützung für einen selber. Aber ich will ja ein bisschen auch was für meine Teamkameraden tun. Und dann nehmen wir mal Evasive Shielding. Increases Movement Speed off Target. Das heißt also, so ein Ziel wie mein Seratul zum Beispiel, dem gebe ich mein Schild und der läuft dann schneller. Und damit sollte es ihm sehr viel leichter fallen, die Gegner zu verfolgen und rauszunehmen. Und falls mal jemand weglaufen muss, ist natürlich auch dann einfacher. Achtung, Falle. Team, Falle.
So, jetzt ist der Seratul eigentlich schnell gewesen, ist aber blöderweise rausgerannt. Aber ich glaube, er wusste, dass er den Kill schon sicher hatte. Wollen wir ihn mal durchgehen lassen. Ups, habe ich beinahe... Da wollte ich so gerne dem Seratul das Schild geben, dass der da alle umhauen kann. Habe ich beinahe übersehen, dass der Anub neben mir starb. Oh Gott, der Büro, geh weg! Ja, das lief doch hier schon mal ganz gut. Seit ich jetzt hier, ne, für meine Teamkameraden ein bisschen was geskillt habe, läuft es auch richtig gut. Also, ja, wie ihr sehen könnt, macht mein Schild, das jetzt die Gegner ein bisschen, die Teamkameraden ein bisschen schneller macht, schon ein bisschen was aus. Aber bedeutet natürlich für mich auch, dass ich eigentlich ganz stark jetzt versuche, die Teamkameraden zu unterstützen, was ja vollkommen okay ist mit der Unterstützerrolle. Aber ich hatte tatsächlich eigentlich gedacht, dass ich mit dem Tasser da eher diese aggressive Rolle wählen würde. Damit habe ich eigentlich mehr Erfahrung. Aber das führt im Prinzip nur dazu, dass das von der Position im Kampf ein bisschen anders ist. Also normalerweise würde ich jetzt mit dem Archon versuchen, in der ersten Reihe zu sein und eben Gegner umzuprügeln. Jetzt benutze ich es eher, um zusätzlich selber nochmal Lebenspunkte zu kriegen, weil das Archon gibt einem selber auch nochmal ordentlich Lebenspunkte. Ups, den Knopf wollte ich nicht drücken. Und ich mache sowieso nicht so viel Schaden, weil ich jetzt zum Beispiel auf Level 7 nicht dafür gesorgt habe, dass ich mehr Schaden mache mit meinem Archon. Wenn ich vorher einen Blitz treffe. Oh, Tyrande, du hast den Pyro auf dir, pass doch auf! Ich komme! Oh. Ja, der kleine Käfer ist jetzt richtig sicher. Also wie gesagt, nicht so mit der, in der ersten Reihe, weil ich eben unterstütze. Aber in diesem Fall muss ich zugeben, stand ich am Ende ein bisschen blöd. Konnte der Tyrande und dem Seratul da nicht mehr helfen. Das war ein bisschen suboptimal. Naja, aber das passiert eben auch mal, ne? Man versucht die ganze Zeit auf die eigene Haut auch zu achten, dass man da dann nicht immer in optimaler Position steht, um den anderen zu helfen. Andererseits, glaube ich, am Anfang habe ich da auch einigen Leuten ziemlich das Leben gerettet. Insofern klappt das schon einigermaßen mit der Heilung eigentlich. Ich dachte tatsächlich, ich hätte jetzt durch den letzten Fight da mehr Heilung als die Tyrande, aber Tyrande doch noch mächtiger als ich. Die Tyrande ist auch als Hybrid tatsächlich noch ein bisschen heilorientierter. Man kann sie von der Skillung her, von den Talenten her, wirklich sehr stark in Richtung Heiler pushen, indem man wirklich immer zu sie... Also die hat nämlich im Gegensatz zum Tassa da einen echten Heilzauber, während ich ja nur Schilde habe. Also die Tyrande ist auf jeden Fall besser dafür geeignet, wirklich die Teamkameraden auch im Spiel zu halten. Ich würde jetzt aber spontan davon... Also tendenziell eher davon ausgehen, dass wir das hier nicht gewählt haben. Gott, wie der Noob da unten einfach das Camp macht und jetzt in den Tod rennt. Musste das sein? Wir müssen den Drachen verteidigen, das würde ich auch so sehen. Ich muss auch unbedingt Level 20 skillen, aber ich will dazu was sagen. Nicht einfach nur eins auswählen. Ja, ich porte mal nach Hause, weil da pusht ein Drache. Normalerweise würde man das bessere Archon skillen, weil man damit sehr viel mehr Schaden macht. Aber ich bin ja eher der Unterstützer, deswegen wähle ich jetzt hier das Storm Shield. Das sorgt dafür, dass die Teamkameraden nochmal ordentlich Schilde bekommen, zusätzlich. Und ja, wir haben es jetzt ja oft genug betont, wir haben keinen echten Heiler. Keinen echten Unterstützer, also muss ich aus meinem Helden rausholen, was geht, um die Teamkameraden im Spiel zu halten.
Und eigentlich sieht man jetzt ja inzwischen auf Level 19, 20, dass wir die Fights ganz gut gewinnen, obwohl wir keinen echten Heiler haben, indem wir länger kämpfen. Also eigentlich sollte man ja denken, wir haben keinen echten Heiler. Das heißt, wir müssen eigentlich schnell drauf jemanden umhauen. Aber wir sind eben mit zwei Hybriden doch noch ganz gut aufgestellt. Also wir gucken nochmal insgesamt 27.000, 28.000. Kommen wir inzwischen wirklich doch relativ gut ran an die Lilly. Das heißt also, wir heilen im Prinzip genauso gut wie ein Heiler und wir gucken vielleicht nochmal kurz auf den Schaden. Oh Gott, ich habe am wenigsten voll gemein. Erstmal kämpfen. Dann mache ich gleich Stormshield an. Gott, wie sie mich hassen. Aber ich hatte Gott sei Dank noch Archon zum Lebenspunkte wieder aufladen. Jawohl. Gute Arbeit, Linkens. Jetzt halten wir noch die Tyrande kurz im Spiel. Und jetzt macht Serathul alle kaputt. Ja, und auch da war es wieder wertvoll, dass ich dieses automatisch aktivierbare E hatte, was mich eben am Leben hält. Und da kann ich dann relativ aggressiv vorne reingehen und auf meine Teamkameraden aufpassen. Das ist echt im Vergleich zu anderen Heilern sehr angenehm, wenn man selber relativ sicher ist. Und der Tasse da, wie gesagt, kann man eigentlich nicht als einzigen Heiler wählen, als einzigen Unterstützer, aber hat natürlich dann trotzdem auch einige Vorzüge. Gott, die Tyrande, ey. Ja, Tyrande 35.000 Schaden, ich 21.000 Schaden. Da sieht man schon, dass die Tyrande wahrscheinlich von den Talenten nicht so sehr ihre Heilzauber gepusht hat. Können wir mal kurz gucken. Ich glaube, Level 7 und Level 13 sind vor allem die Talente, wo man das dann angehen müsste. Wir sehen Increased the Range of Lunar Blaze, Flare, also ihren Stun vergrößert. Und wir sehen True Shot Aura und Trinkray. Also ich glaube, die Tyrande ist eher schadensorientiert hier ausgerichtet. Ich bin leider kein großer Tyrande-Experte. Aber man sieht ja auf jeden Fall, dass sie deutlich mehr Schaden gemacht hat. Sie hat sogar so viel Schaden gemacht wie der Serathul. Also das ist dann ja schon beachtlich. Aber wahrscheinlich könnten wir zusammen sogar mehr Heilung haben als die Gegner. Aber es erklärt auch, warum ich im Fight das Gefühl habe, dass ich alleine die Leute am Leben halten muss. Auch wenn sie offenbar heilungsmäßig ähnlich viel macht eigentlich. Achso, mein Schwesterherz will, glaube ich, hier aufbrechen. Dann gebe ich ihr mal meinen Schlüssel mit. Damit sie wieder reinkommt, nicht wahr? Okay, wir wollen in der Mitte verhindern, finde ich auch eine gute Idee. Ich gucke mal, ob hier Gegner sind mit meinem Orakel, mit meinem D. Und wir sehen tatsächlich dadurch die Jaina. Und die könnten wir doch jetzt ganz gut mal auseinanderreißen. Aber Serathul hat leider Angst. Schade. Und unten die Sylvanas, die braucht Hilfe. Freunde, die hat sich mit der gegnerischen Heilerin angelegt und kriegt Probleme. Das ist ja ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt. Aber good bait, good bait. Sie haben schon wieder den Drachen. Es ist doch wirklich. Der Noob ist auch ein bisschen unangenehm berührt davon. Stormshield werde ich jetzt wahrscheinlich nicht brauchen. Könnte ich einfach mal so als Bonus raushauen. Denn zwei Gegner sind tot, haben wir eigentlich gut hingekriegt. Benutzen wir das einfach mal jetzt. Weil es wird wieder bereit sein, bis die Gegner respawned sind und wir kämpfen. Oh Gott, die wollen hier weiterhin kämpfen, dann bin ich aber nicht so glücklich drüber. Ja, da wird die Tyrande auch direkt für sterben. Ich komme!
Ich habe wirklich getan, was ich konnte, mein Freund. Aber das war es gewesen. Ja, der gute Linkens läuft die ganze Zeit irgendwo alleine rum, deswegen hilft er uns nicht. Und der Anub, unser Tank, hat mehr Schaden als alle Damage-Dealer. Lässt einen auch nicht so hoffen. Obwohl man zugeben muss, den Anub kann man inzwischen sehr schadensorientiert ausrichten, indem man da voll auf die Beatles geht. Da können wir gleich natürlich auch nochmal drauf gucken, wenn wir uns mit den Tanks beschäftigen. Ja, hier sollten wir jetzt nichts machen, denn wir sind ja nur zu dritt. Das heißt, wir warten jetzt erstmal 20 Sekunden. Ah, lecker. Ja, sie wundern sich, warum wir den Fight verlieren, wenn die Tyrande tot ist. Ganz einfach. Wir haben dann nicht genug Heilung. Wir brauchen beide. Alter, was laufen die denn da jetzt? Nee, also Freunde, jetzt bleibt mal hier zusammen. Stay together, please. Natürlich auch sehr schön, wenn sowas gelingt. Dann können wir leider jetzt nicht kritisch sein. Ich wäre ja gerne jetzt kritisch hier gewesen für diese suizidale Aktion, aber wenn das so klappt, kann man nichts sagen. Komm, Freunde, wir sind mehr Leute und alles. Lasst uns hier noch mehr Typen umbringen. Der weg, ja. Was? Mein E-Auto sollte doch automatisch aktiviert werden. Naja. Okay, wir sollten uns da jetzt nicht großartig drüber streiten. Das bringt es natürlich auch nicht, aber ja, ich weiß, dass ich durch die Mor starb, aber natürlich aktiviert eigentlich, dadurch, dass ich das geskillt habe auf Level 13, mein E automatisch, wenn ich wenig Lebenspunkte habe. Und eigentlich werde ich dadurch ja unsterblich. Aber offensichtlich ist das, gilt das nicht, wenn man in der Maw ist. Außerdem hat mich gewundert, dass die Maw so viel Schaden gemacht hat, dass es gereicht hat. Ich habe mich gefragt. Nee, dieser Gara hat aber Blink. Ich dachte schon. Man kann nämlich auch mehr Schaden auf die Maw skillen, wenn ich mich nicht täusche. Jo, Sauerei von der Sagara. Gott. Das sind auch alles hier Leute, ne, die diskutieren zu viel und streiten. Und hier! Und meine Heilerin, die ist viel zu suizidal! Jetzt sind wir schon wieder alle unsere Fähigkeiten. Gott, der nächste Bekloppte! Ah! Dass wir da auch noch jetzt den Fight gewinnen, ne, das macht mich verrückt. Aber ich habe nichts gegen gewinnen. Gott, da die Tyrande! Ah, komm zurück! Die kriegt jedes Schild von mir. Okay, jetzt mal Seratul. Was? Jetzt habe ich tatsächlich die Tyrande doch noch sterben lassen. Ich kann nichts machen, Freunde. Ich habe nichts bereit.
So, das erzähle ich euch jetzt auch nochmal, was ich gerade geschrieben habe, auch wenn ich das nicht besonders formvollendet ausgedrückt habe. Wir benutzen gleich am Anfang all unsere Fähigkeiten, also insbesondere die, mit denen ich viel heilen kann, nämlich meine beiden guten Schilder und den Healing Ward. Und danach habe ich nichts mehr, weil ich eben ein Hybrid bin und kein richtiger Tank. Und wenn die Gegner dann wieder suizidal reingehen, da kann ich einfach nichts mehr machen. Ich kann sie dann nicht mehr retten. Und die Tyrande, wenn die diejenige ist, wenn die reingeht, ist natürlich allerschlimmster Fall, weil die muss ja eigentlich mitheilen. Und wenn die nicht mitheilt, dann geht gar nichts. Ja, den Drachen können wir ihn jetzt natürlich nicht lassen. Also der ist zwar auf irgendwie Level 10, 15, 20 und so nicht so schlimm. Warum nicht? Hol ihn dir, nimm doch den Keltas. Ah! Gott. Da geht so viel Heilung raus. Oh, hätten wir uns da den Keltas geholt, ne? Da ist das Spiel gewonnen. Der gute Linkens. Die Tyrande wieder in der ersten Reihe. Ist bei uns im Team übrigens auch so. Da wird Tyrande auch so gespielt. Ja, genau, der scheiß Muradin. Der stunt dich einfach immer, wenn du da Melee in den reinläufst. Voll gemein. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe inzwischen auch deutlich mehr geheilt als Tyrande. Das beruhigt mich ja. Ah, da kommt jetzt der Drache und gegen den Drachen können wir jetzt echt nichts mehr machen. Der drückt jetzt einfach auf den Chor und ist nicht zu verteidigen, leider. Oh, der Drache will Gott sei Dank noch mal ein paar Leute killen. Das hilft uns natürlich. Beim im Spiel bleiben. Oh, vielleicht geht da sogar noch mal was für uns. Oh, jetzt will er es wissen. Und ich kann den Chor natürlich auch schilden. Das hilft vielleicht auch noch mal ein bisschen. Unsere Damage-Dealer müssen unbedingt hauptsächlich auf den Drachenschaden machen, sonst kriegen wir den niemals kaputt. Ah. Ich glaube, Linkens hatte. Ach nee, die Sylvanas hat die ganze Zeit den Muradin beschossen. Ach, Freunde, das war aber nicht so schön, dieses Spiel. Na gut, also, wider Willens konnte ich euch jetzt hier mal einmal zeigen, wie man mit Tassa da wirklich eher in diese Unterstützerrolle reingeht. Und ich würde euch gerne, wie spät ist es denn? Boah, schon viel später, als ich dachte. Mist. Wollte ich euch eigentlich.